Hallo liebe Dartsportfreunde. Ja, Winmore wird der neue Sponsor der offiziellen PDC TV Dartboards. Das ist doch mal Grund genug, sich das Blade 6 Triple Core, das mittlerweile seit 3 Monaten auf dem Markt ist und von mir auch regelmäßig bespielt wird, mal ein bisschen genauer anzuschauen. Und nochmal kurz auf die Frage, warum denn jetzt Winmore? Ist das schon offiziell? Nicht ganz, aber sehr, sehr viel spricht dafür. Zum einen hat sich Unicorn offiziell von dem Sponsoring verabschiedet. In einer offiziellen Mitteilung haben sie gesagt, nach 25 Jahren der Zusammenarbeit werden sie sich jetzt anderen Geschäftsbereichen widmen und nicht mehr Sponsor für die TV- und die Floor-Turnier-Dartboards sein. Noch am selben Abend war von MacDart im Daten.de-Forum ein Beitrag zu lesen, in dem stand, dass Winmore offenbar gerade dabei ist, die Blade 6 Triple Core Modelle mit dem neuen PDC-Logo zu versehen. Ja, und wenn man dann heute Instagram so ein bisschen verfolgt, dann hat man von Winmore Official komischerweise auch genau das Blade 6 Triple Core Dartboard heute angepriesen als das State-of-the-Art Dartboard. Viele haben es eh schon vermutet und ich denke, da lehne ich mich jetzt eben auch nicht sehr weit aus dem Fenster, wenn ich sage, die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass wir in Kürze auch von offizieller Seite, sprich von Winmore oder auch der PDC, die Ankündigung hören werden, wer dann ab 1. Februar der neue Sponsor für die TV-Dartboards sein wird. Nichtsdestotrotz auch nochmal eine gute Gelegenheit, jetzt mal einen genaueren Blick auf das Winmore Blade 6 Triple Core zu werfen, das mittlerweile seit 3 Monaten von mir bespielt wird, einen sehr guten Test bekommen hat und jetzt geht es einfach auch mal darum, ist es wirklich haltbar? Welche Spuren zeigen sich jetzt nach 3 Monaten regelmäßigem Bespielen? Ich trainiere auf dem Board, ich mache meine Ligaspiele auf dem Board. Also schauen wir einfach mal ein bisschen im Detail. Hat sich was verändert? Zum Guten, zum Schlechten? Dabei viel Spaß! So, und da ist nun der Zustand von meinem Blade 6 Triple Core. Du siehst bereits am Logo, ich habe es gedreht und zwar tatsächlich genau vor ein paar Tagen. Das ist jetzt gut 3 Monate alt, also 90 Tage oder sprich 12 Wochen. Vom Trainingspensum her, also wenn ich ganz normal spiele, ohne Ligaspiele, dann mache ich das meist so an 6 Tagen die Woche, einen Tag frei, in etwa 1,5 Stunden im Schnitt pro Tag. Das heißt 8-9 Stunden die Woche im ganz normalen Trainingsspielbetrieb, so Hobby-Data-mäßig. Wenn es jetzt an die Ligaspiele geht, erhöht sich ein bisschen mein Trainingspensum, dann spiele ich ein bisschen gezielter plus die Spiele, die ich austrage, dann können es so 12 bis 15 Stunden pro Woche sein. Wenn ich das für mich jetzt mal so hochrechne, dann komme ich in etwa auf eine Spielzeit von diesem Board hier von 110 bis 120 Stunden. Und dann nehme ich dich mal in die Hand für einen genaueren, dichteren Blick zum Board. Auch nochmal 110, 120 Stunden, da wird manch einer vielleicht sogar lächeln und sagen, was, das spiele ich ja locker in 2, 3 Wochen runter. Das mag sein, ich bin Hobby-Darter, für mich soll das auch nach wie vor Spaß machen. Ich habe da nicht mega Ambitionen, Q-School oder sonst was zu spielen. Und unter dieser Prämisse auch dieses Board hier bitte betrachten. Ebenso bin ich einer, der nicht so krasse Spitzen spielt, eher boardschonend, weil ich möchte das Ding ja auch 1 Jahr lang bespielen, vielleicht sogar länger. So, gucken wir mal auf das Bullseye, das sieht immer noch wunderbar aus. In Bezug auf Bouncer muss ich sagen, ich bin absolut zufrieden. Sind auch definitiv deutlich weniger, als ich es bisher bei anderen Boards erlebt habe. Die Spinne, die dünnere Spinne, macht sich gegenüber dem Blade 5 jetzt nicht bewusst bemerkbar. Aber es ist ein schönes Gefühl zu wissen, dass du hier ein Board hast, was im Moment im Vergleich auch zu vielen anderen Boards mit den dünnsten Bullseye-Draht auf dem Markt hat. Dann sollten wir natürlich mal die viel bespielten Felder begutachten. Das, was jetzt die 13 ist, ist ja eigentlich die ursprüngliche 20. Wie gesagt, ich habe das Board ja gedreht. Hier sieht man auch schon erste kleine Sisalfasern rausgucken. Ja, aber ich muss auch sagen, ich habe es ja im Testing auch mit richtig krassen Spitzen bespielt. Da war das wunderbar haltbar. Und was man auch in den hellen Feldern sieht, ich habe immer so einen Tag Trainingspause und da ist mir auch tatsächlich aufgefallen, dass die Löcher, die dann noch verbleiben, also wenn du dem Board mal so einen Tag Pause gönnst und wiederkommst, hast du das Gefühl, fast schon wieder auf dem neuen Board zu spielen. Also die Sisalfasern oder die Oberfläche, besser gesagt, schließt sich nach so ein bisschen Pause richtig, richtig gut. Also bin da wirklich zufrieden. Man sieht auch, dass die Farbe sich ein bisschen abnutzt, ja, im benachbarten Segment. Das ist klar, das Schwarz ist nicht mehr ganz so satt. Du hast da immer wieder verschiedene Spitzen, die so ihre Spuren hinterlassen. Aber wie gesagt, keine größeren, sage ich mal, Sisalfasern, die du hier komplett rausziehst. Das ist definitiv haltbar.
Und ja, ich meine, auch für die Spielzeit jetzt definitiv noch ein optimaler Zustand. Da gibt es einfach nichts. Für mich war es jetzt Zeit zu drehen. Ja, denn wenn man jetzt im Vergleich einfach ein weniger bespieltes Segment sich anschaut, was jetzt die neue 20 und so weiter ist, ist noch komplett durchgefärbt, sieht fast schon jungfräulich aus. Alles tutti. Der Bogen auch von den Triple- und den Double-Segmenten, das war noch nie ein Problem bei den Winmore Boards, bleibt auch erhalten, da zieht sich nichts gerade. Auch die Spinne selber hat ein paar Darts natürlich abbekommen, gerade das Triple- und Double-Segment, sieht aber nicht dermaßen angefressen aus, alles noch perfekt. Hier dann zum Vergleich auch das helle 16er-Segment, jetzt das neue 9er-Segment, aber man sieht es ja auch auf den Blick. Hier finde ich auch sehr schön, man sieht keine Verfärbungen. Es gibt ja so Boards, dass wenn du in die schwarzen Felder triffst und danach mit den Darts in die hellen, dass so nach und nach sich hier dunkle Schattierungen zeigen. Hier merkst du, der Druck, die Farbe ist absolut haltbar und gut gemacht. Also ich bemerke hier nach den 3 Monaten noch nichts an irgendwelchen störenden Schattierungen. Einzig eine Sache ist mir aufgefallen, und zwar, das ist eigentlich das Single-Dreier-Segment. Hier hatte ich relativ früh so diese ein, zwei Sisalfasern, die ja so hell rausgucken. Ich habe die jetzt auch nicht verändert. Ich wollte es ja bewusst einfach mal so lassen, auch gerade für dieses Review nach 3 Monaten. Ja, hat mich nie gestört. Einfach nur irgendwie gewundert, dass ich denke, ups, in allen anderen vielbespielten Feldern ist irgendwie nichts, aber es kann sein durch meine Dartboard, also Dart-Tests mit krasseren Spitzen, dass ich hier irgendwo einfach mal ein bisschen doof rausgezogen habe. Nicht mehr ganz so tadellos, aber das ist ja auch ganz normal, ist die Klemmung von diesem Ring durch das Drehen. Das ist natürlich eigentlich die Klemmung, die du normalerweise zwischen der 16 und der 8 hast, da wo halt viele Darts auch mal drauf landen. Na klar, ist die zerschossen, aber es ist ja kein Problem, die funktioniert nach wie vor und spätestens jetzt, wenn du das Board drehst, ja, dann musst du halt auch mal hier die nächste Klemmung, ne? Ab und zu mal einen draufballern. Ich finde interessanter ist dann auch noch mal ein Blick auf den Zahlenring als solches. Die 20, siehst du schon, hat natürlich auch ordentlich einen abbekommen. Zwischendurch auch der Ring. Da übrigens nicht wundern, ich habe mir den mit Edding schwarz eingefärbt. Ich mag das einfach, dass man diesen Draht nicht sieht. Bei den anderen Zahlen, ja, da wirst du nicht so häufig drüber auschecken. Die haben auch nicht so viel abbekommen. Aber was ich auf jeden Fall sagen kann, der Zahlenring ist sehr haltbar, der hält ordentlich was aus, der blättert keine Farbe oder nichts ab. Du siehst da einfach nur, ich sag mal, ordentliche Dellen natürlich, wenn du ihn halt mal auch voll getroffen hast. Das sind natürlich auch direkt Bouncer. Das ist so ein bisschen der Unterschied, sag ich mal, auch zum klassischen Dartboard-Ring mit runden aufgeschweißten Zahlen und Drähten. Wenn du hier die Zahl triffst, dann hast du definitiv einen Dart, der dir auf den Teppich plumpst. Und du siehst so richtig kleine, ja, Einschlagskrater von den Darts, die dann halt als Spuren hier hinterlassen. Ja, und bei dem Zahlenring ist mir dann beim Drehen des Dartboards und dem Neuausrichten des Rings etwas aufgefallen, worüber auch Simon von der Dartsgondel schon etwas gemacht hat. Nämlich, dass bei diesem flachen Draht des Rings und die Darts, die er jetzt da direkt drauf ballert, sich der Ring tatsächlich so ein bisschen verbiegt. Das fällt hier jetzt in der Klemmung nicht ganz auf, aber ich nehme den gleich mal ab und dann gucken wir uns mal den Ring im Vergleich zu anderen an. So, hier habe ich mal den Zahlenring abgenommen vom Blade 6 Triple Core und was du siehst, ist, der verzieht sich hier so ein kleines bisschen. Also er kommt hier, sage ich mal, nach oben. Die 6 bis 10, da liegt er noch glatt. Und dann die 15, 2, 17 hebt er sich ein bisschen an und wird bei der 19 wieder glatt. Bis zur 16 und dann hebt er sich wieder an. Vor allen Dingen hier hinten, auch die 11 und 14, da kann ich schon so mit dem Finger drunter gehen. Und das ist bei den anderen Zahlenringen. Ich schiebe jetzt mal den von Unicorn ins Bild. Überhaupt nicht so. Na? Den kann ich hier glatt auf den Teppich legen, da ist nichts. Und wenn ich auch den Unicorn-Ring mal beiseite schiebe und einen Standard-Zahlenring, wie er eigentlich auf allen Dartboards drauf ist, hier ins Bild bringe. Auch hier Standard-Zahlenring, minimal hier unten, so eine kleine Welle drin, aber an sich auch noch vollkommen in Ordnung. Und ist ja nicht so, dass wir keine Zahlenringe haben. Hier dann nochmal ein drittes Modell, ebenso von WinMo, das konnte man seinerzeit zusätzlich kaufen als alternativen Zahnring, auch schon mit
lasergeschnittenen Zahlen, hieß das so, oder digitaler Zahlenring. Und der ist generell von den Zahlen ein bisschen dünner. Und du siehst auch hier, hebt sich dieser Bereich zwischen 4 und 6 an. Hier liegt er wieder glatt auf. Und auch hier haben wir wieder 11, 14. Einen ziemlichen Wackler. Warum ist das so? Ja, super geil erklärt hat der Simon von der Darts-Gondel. Dem ist es auch zuerst aufgefallen, dass da mit dem Draht irgendwas nicht ganz in Ordnung ist. Und die Hauptursache liegt darin begründet, dass beide dieser Zahlenringe keinen runden, sondern einen flachen Draht, ja fast schon ein Flacheisen haben. Und wenn jetzt ein Dart hier drauf kommt, dann kann er mechanisch wie bei den Zahlen eigentlich nur noch zurückbouncen. Im Unterschied zu einem runden Draht, wo der Dart noch beiseite rutschen kann und der Ring auch noch ein bisschen Spiel hat. Zur Veranschaulichung ein simples Küchenexperiment. Ich habe hier eine rundliche Kartoffel und versuche die jetzt, ohne sie festzuhalten, zu schneiden. Das geht natürlich nicht gut, weil das rundliche Objekt sich noch bewegen kann, also Spielraum hat in der Bewegung. Halbiere ich jetzt aber die Kartoffel, was unserem abgeflachten Draht entspricht, und schneide jetzt die Kartoffel, kann ich das problemlos machen. Was bedeutet das jetzt also für unsere abgeflachten Zahlenringe? Der Draht des Zahlenringes ist flach, hat also keine Möglichkeit, sage ich mal, irgendwo hin auszuweichen, wenn jetzt ein Dart draufprallt. Das heißt, ich habe ganz klar eine mechanische Einwirkung und damit bleibt dem Draht nichts anderes übrig, als hier, wo ja gerade die Kraft drauf ist, sich in dem anderen Bereich eben zu heben, ja, das also quasi auszugleichen. Das ist also ein kurzer Ausflug zu den Besonderheiten dieses abgeflachten Zahlenrings beim Blade 6 Triple Core. Ist das jetzt ein Problem? Nö, finde ich nicht. Also in der Regel solltest du ja auch gar nicht den Ring und die Zahlen treffen. Natürlich wird es trotzdem mal passieren, gerade wenn du auf Tops oder Doppel 16 und so weiter, also die typischen Checkout-Felder ziehst. Aber ich sag mal, versierte Dartspieler, guck dir die Profis an, wann wirst du da mal erleben, dass sie direkt die Zahl oder den Ring treffen? Äußerst, äußerst selten. Das Ziel ist ja, den Spielbereich vernünftig zu treffen. Und das ist dieser wunderbar abgegrenzte Bereich da in der Mitte. Mein Zwischenfazit nach jetzt 3 Monaten mit dem Blade 6 Triple Core, durchweg positiv. Für mich zeigt sich, dass das einfach ein sehr hochwertig verarbeitetes Dartboard ist. Okay, es ist ja auch arschteuer, sind wir mal ehrlich, im Verhältnis zu anderen Dartboards. Es ist aber auch sehr haltbar. Ich habe keine Probleme im Spielbetrieb, sage ich mal, mit Bouncern, irgendwas, was mich da total nervt. Na klar, ich bin kein Radikaldarter, sage ich mal, der 3-4 Stunden am Tag hier sein Training eisern durchzieht und dann noch mit den übelsten Spitzen oder so. Ich bin ganz normaler Hobbydarter, der seinen Trainingsplan versucht einzuhalten, halbwegs regelmäßig dabei zu sein und sich sukzessive im Darts zu verbessern. Wenn ich für mich jetzt nochmal zusammenfassen sollte, warum finde ich das Board noch immer so gut? Zum einen, der Draht schlägt keine Wellen. Die Triple oder die engen Felder ziehen sich nicht gerade. Bouncer habe ich im Prinzip keine, also wenn treffe ich meinen eigenen Dart oder es ist ganz selten, das habe ich auch im Test gezeigt, wenn du deinen Dart triffst und der dann nicht im Bullseye landet, sondern ganz knapp außerhalb, dann kann der dir tatsächlich, obwohl er im Sisal stecken könnte, rausbouncen. Okay, bei der Art, wie ich das spiele, ist es nicht dramatisch, wenn du da mal die paar Punkte verlierst, dann musst du es halt mit dem nächsten Wurf wieder wettmachen. Ich finde es eigentlich auch super, dass ich nach 3 Monaten erstmalig mir Gedanken darüber mache, das Board zu drehen. Finde ich es eigentlich auch schon mal ein Zeichen der guten Haltbarkeit. Wie gesagt, wenn du jetzt nicht oberextrem irgendwie deine Segmente beackerst, dann finde ich, ist das doch eigentlich ein super Tonus, alle Vierteljahre mal dein Dartboard drehen, damit du es dann vernünftig, regelmäßig, sage ich mal, abnutzt und bespielen kannst. Mehr wüsste ich jetzt ehrlich gesagt nicht, worauf ich da noch eingehen sollte. Mich würde dann vielmehr eher auch eure Erfahrungen interessieren. Ja, ihr da draußen, die selbst auch genauso ein Board bespielen, vielleicht auch vollkommen anders bespielen und nutzen als ich. Schreibt es gerne mal in die Kommentare, wie so eure Erfahrungen sind von Haltbarkeit und Qualität zu diesem Winmow-Board und ob ihr euch ebenso freut, Winmow dann hoffentlich auf der TV-Bühne zu sehen. Ich sage bis dann, tschüss, ciao, goodbye, good darts, euer Olli. Thank you.